Was machen Sachen? Heute gibt es den ersten Teil meines Tutorials für euch. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Tada! Hallo, das bin ich. Das ist Warnung, das bin ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein großer Vorteil für euch ist, wenn ihr mich sehen könnt. Oder mein Cartoon-Charakter. Ist auch nicht so, dass ich verpeilt habe, dass ich die ganze Zeit eine Kamera mit mir rumschleppe. Mit meinem Handy. Ich habe mich auch ganz professionell heute an meinen Fernseher geklebt, dass ich aufnehmen kann. Wenn es funktioniert, seht ihr das? Das hier. Meinen tollen Hintergrund. Mit vielen Stickern. Wenn nicht, habt ihr die Audio. Ich schneide das raus und ihr wusst von nichts. So. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr enttäuscht mit meinem Aussehen. Ich weiß, ich muss zum Friseur. Frisur passt nicht mehr ganz. Vorteil an einem Cartoon-Charakter ist, ihr müsst nicht zum Friseur. Ich schon. Ich war zu faul. Und über Weihnachten irgendwo einen Friseur zu finden, ist halt irgendwie nicht so einfach. Gerade wenn man eigentlich nur Montag und Dienstag kann und da kein Friseur kann. Ich könnte es alternativ auch selber schneiden, aber nee. Sehe ich aus wie ein Meerschweinchen. Oder auch nicht. Egal. Egal jetzt. Fangen wir mit dem Tutorial an. Dafür sind wir eigentlich hier. So. Wechseln wir dazu. Dazu wechseln wir jetzt den Bildschirm. Ich arbeite mit, wie gesagt, mit Photoshop für euch. Aber im Prinzip arbeiten alle Programme gleich. Das heißt, wir müssen das Programm starten. Macht Sinn? Wo ist? Achso, ich habe keinen so einen Desktop. Okay. Vielleicht blende ich mich ein, wie ich mal so schneide oder so. Starte. Geht auch. Du arbeitest auch mit? Du nimmst auf. Ja, okay. So. Startbildschirm. Die meisten haben ein Startbildschirm. Und es geht hier hauptsächlich um YouTube. Sprich um Banner und ja, Augenmerk wahrscheinlich Thumbnails. Das ist das, was ihr wahrscheinlich am meisten machen werdet. Wollen. Müsst. Keine Ahnung. So. Gibt da, wie gesagt, meistens sind sie dann, die meisten Programme sind, wie gesagt, ja ziemlich ähnlich aufgebaut. Man kann ein neues öffnen oder ein bestehendes. Schöner Photoshop, es speichert sich die letzten paar, die man gemacht hat. Dann halt, wir wollen ein neues. Wir wollen komplett bei Null anfangen. Machen wir ein neues. So. Manche Programme haben halt schon vorgefertigte Sachen. Das sind jetzt halt so das, was ich so ab und zu mal nutze. Wichtig für YouTube ist wahrscheinlich für Thumbnails sind halt die Größen vom Bildschirm. Die werden ja wahrscheinlich am meisten genutzt. Ist halt das HD-Format. Sind halt in der Breite 1920. Ich hab's heute nicht mit den Zahlen. Auf 1080. Das ist so die Standard-HD-Größe. Die einheitliche HD-Größe. So, macht mehr Sinn. Die Resolution, also die Auflösung, ist jetzt nicht so wichtig. Wenn man auf einem reinen Bildschirm arbeitet, ist halt wichtig, wenn man was drucken will. Manche Programme für Druck arbeiten halt mit dem DPI oder halt Dots per Inches. Ja, ist jetzt halt für Bildschirme nicht so wichtig. Ist aber auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen höher hat. Wie gesagt, der Computer arbeitet mit Pixeln. Der braucht das hier. Ein Druck arbeitet meistens mit Dots per Inches. Die brauchen das hier. Dann halt RGB. Wie gesagt, wir arbeiten für Bildschirm. Und so Sachen sollen die Thumbnails auf einem Bildschirm angezeigt werden. Also RGB. So funktionieren Bildschirme. Er hat rotes, grünes und blaues Licht. Und je nachdem, wie viel von was vorhanden ist, gibt es eine andere Farbe. Dann haben wir halt hier die Bitzahl, ist halt die Farbtiefe. 8-Bit reicht vollkommen aus. Ist jetzt halt auch mehr für Leute interessant, die halt Prints erstellen oder halt speziell Sachen anfertigen, auf die wir jetzt hier nicht eingehen brauchen, weil es nicht nötig für uns und man muss ja nicht so viel erzählen, was man nicht braucht. Also wie gesagt, 8-Bit vollkommen okay, ist halt die Farbtiefe, reicht aus.
ist halt mehr im 3D-Bereich, wird das genutzt für verschiedene Sachen, aber wie gesagt, es ist jetzt egal. Brauchen wir nicht. Dann halt, wir können bei den meisten Programmen uns einen Hintergrund aussuchen. Ich bleibe meistens bei weiß. Wer will, kann. Keine Ahnung, grün, gelb, blau, schwarz. Egal. Jedem selbst überlassen. Das sind jetzt halt die Standardeinstellungen für die Thumbnails. Der Banner hat andere Abmessungen. Der hat also im Gesamten eine Abmessung von 2560 auf 1440 Pixeln. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung einen Link verlinken mit einer schönen Darstellung, einer schönen Grafik. Die habe ich nicht selbst erstellt. Der Ersteller nennt sich Digitale Welt. Da ist es schön anzusehen. Da sind auch nochmal Einteilungen für Bildschirmgröße. Da sind die Einteilungen halt schön dargestellt für einmal halt den Bildschirm, für den Fernseher, für Smartphone und kleine Bildschirme. Da könnt ihr euch das abgucken, wie viele braucht. Wie gesagt, die komplette Größe braucht ihr alle. Das ist die Mindestgröße, die ihr braucht. So seht ihr halt, was auf verschiedenen Geräten zu sehen ist. Ich war ein bisschen faul mit meinem Banner, den muss ich auch überarbeiten. Ich habe jetzt einfach nur drin, ich habe ein paar Zeichnungen drin, ein bisschen was aus Maya, aus Substance Painter und der Unreal Engine so ein bisschen zusammengedrückt und ja, ich bräuchte einen neuen Banner, den werde ich mir irgendwann mal machen, wenn ich Lust drauf habe. Solange bleibt er erstmal so. Ja. Ja, Schuster hat die schlechtesten Sohlen oder so. Okay. Wie gesagt, das sind jetzt diese Standardeinstellungen für die Darstellung eines Thumbnails. So, für die Leute, die halt, das waren jetzt die Thumbnails, für die Leute, die jetzt das printen möchten. Ich habe ja selbst mit Bubble Shop, arbeite mit einem Print-Service zusammen. Sprich, ich schicke meine Daten dahin. Die kriegen meine Designs, printen das auf alles Mögliche drauf und ich kriege einen Anteil davon. Die brauchen ja auch eine bestimmte Größe. Wenn ihr die jetzt nicht als Vektor, sondern als Bitmaps erstellt, was das ist, zeige ich euch später. Was das ist, zeige ich euch in einem anderen Tutorial. Braucht ja eine gewisse Größe. Solltet ihr die auf Sticker, Tassen, so Kleinkram drucken, reichen halt 2K vollkommen aus, sind 2048. Ihr müsst auch nicht diese genauen Zahlen nehmen. Ihr könnt auch 3000 glatt nehmen. Ich nutze diese Zahl, weil ich als. Die bin ich einfach gewohnt durch das Arbeiten in 3D. Da muss man halt diese Scheppenzahl nutzen. B sind diese Zahlen sehr wichtig für Designs als Print oder so weiter. Für euch ist das vollkommen egal. Wenn ihr jetzt Sachen auf größeren Sachen, T-Shirts zum Beispiel, drucken möchtet, wie das hier, deswegen steht auch irgendwo Werbung, wird wahrscheinlich hier oben. Nur so zur Info: Da ist Werbung, das habe ich gemalt. Das hat Redbubble für mich gedruckt und mir zugeschickt. Ja, egal. Wenn ihr sowas machen wollt, solltet ihr 4K haben, mindestens. Also mindestens ja, 4000 auf 4000 Pixel. Größer natürlich immer. Kleiner wird schwierig, das wird dann sehr pixelig. Das sieht nicht schön aus. Dazu kommen aber dann noch mehr, wenn wir abspeichern. Ja, sind diese Standardmaße. Wie gesagt, größer geht immer etwas besser. Jetzt haben wir erstmal unseren Canvas. Wir sind weit gekommen. Wir haben ein weißes Blatt. Yay! Wir haben aber immerhin schon die Größe. Das ist jetzt eine Bildschirmgröße. Wichtig ist auch, wenn wir jetzt bei Formatierung sind und ihr wollt eine Grafik einfügen, achtet darauf, wie groß sie ist. Das kann nämlich gut. Achtet darauf, wie groß sie ist. Wenn ihr versucht, eine möglichst. Ja, klar, man möchte halt eventuell Schauplatz sparen, indem man halt eine möglichst kleine Datei nimmt. Ist aber manchmal blöd, wenn man diese halt vergrößert. Ich zeige es euch an einem Beispiel. Ich füge jetzt ein Bild ein. Irgendwas, was ich gezeichnet habe. Vielleicht nicht irgendeine Commission. Ja, hier mein. Ich zeichne mein. Ich zeige euch meinen Avatar. Eine große Datei. Funktioniert wunderbar. Pixel funktioniert. Es ist halt auch 4K. Nee, warte mal. Das ist jetzt eine 2K-Textur. Sprich, die Höhe und die Breite sind beide so um die 2000 Pixel. Wir haben hier insgesamt
Nirgendwo 2000 Pixel. Dementsprechend klar ist dieses Bild. So, ich habe mir jetzt die Datei auch nochmal in einem sehr, sehr kleinen Format gespeichert. Es ist das gleiche Bild mit deutlich weniger Pixeln. Hallo, würde so funktionieren? So, gleiches Bild, weniger Pixel, wird schon kleiner dargestellt. Ich sage, ich habe hier anstatt 2000 nur 200 Pixel. Er sagt, ja gut, ich ziehe es größer. Sieht komisch aus. Das ist sehr verpixelt. Liegt einfach daran, wir haben einfach viel weniger Datei. Der Computer weiß nicht, was er machen soll. Er merkt sich nur die Farbe von den Pixeln. Sprich, er muss sich bei diesem Bild nur 200 Pixel merken, wie viel die, welche Farbwert der hat. Bei dem großen merkt er sich auf dem gleichen Bild 2000 Pixel und welchen Farbwert die haben. Sprich, ist das Bild viel klarer. Er hat einfach mehr Informationen. Braucht natürlich dementsprechend auch viel mehr Speicherplatz. Wie gesagt, das war jetzt ein krasses Beispiel zwischen 2000 und 200. Aber ihr seht, was ich meine. Macht größere Dateien besser, die kleinere sieht schöner aus. Sieht nichts größer. Sieht auch nichts kleiner und dann wieder größer. Dann habt ihr nämlich den gleichen Schmuck. Sonst habt ihr nämlich das gleiche Problem. Die Sache ist nämlich folgende. Ich habe jetzt die Datei kopiert, ich möchte nämlich euch was zeigen und dann erklären, dass Photoshop das anders macht. So. Hallo, oh, ich würde auf der vierten Ebene arbeiten. So. Jetzt habe ich diese Datei eingefügt. Sie hat 2000 auf 2000 Pixel. Ich mache sie jetzt klein. Photoshop speichert das. Das macht ihr das gerade nicht im Programm, es zwischenspeichert Sachen. Es muss ja Sachen verarbeiten. Ich sehe dieses Bild wieder groß. Ja, komisch. Das sieht auch wieder verschwommen aus. Mehr pixelig. Was ist passiert? Wo sind die Pixel hin? Problem ist, jedes Programm speichert quasi zwischen jedem Schritt. Es verarbeitet jeden Schritt. Wenn ihr ein Bild verkleinert, komprimiert das, jedes Grafikprogramm komprimiert die Bitmaps runter auf die Pixel, die ihr zur Verfügung habt. Ihr macht das klein, Pixel werden quasi gelöscht, Farben werden gelöscht, zusammengefügt. Deswegen entstehen halt, ich mache was klein und wieder groß, sieht pixelig aus. Bleibt in der Größe, macht euch Skizzen. Sei es nur, wenn ihr festlegt, was ihr erstellen wollt. Blockt das von mir aus. Hier ist Text. Hör auf mit mir zu schimpfen, sei lieb. Ich habe mein Telefon in die Ecke gelegt, da sehe ich nicht, was hier passiert. Hör auf. Okay. So. Blockt eure Sachen vorher aus. Sei es, wenn ihr einfach nur die Säulen Rechtecke braucht, dass ihr wisst, da kommt Bild hin, da oben kommt ein Text hin. Dass ihr wisst, in welchem Größenspielraum ihr seid. Dementsprechend könnt ihr euch Grafiken suchen, Grafiken erstellen. Geht auch gern besser von groß nach klein. Macht es lieber ein bisschen größer und seht dann, aha, ist zu groß, macht es kleiner. Andersrum wird es schwierig. Wie ihr gesehen habt, wird es sehr pixelig. Photoshop hat da einen ganz tollen Trick, den ich jetzt bis jetzt auch nur bei Photoshop gesehen habe, nicht bei einem anderen Programm. Photoshop erstellt Smart Objects. Er erstellt quasi einen Link zu dem originalen Bild. Ihr müsst das Bild dazu auf eurem Computer gespeichert haben. Sprich, hey, bleib hier. Ja, hoch. Gleiche Pixel. Ganz klein. Ganz groß. Funktioniert nur dadurch, dass der Zwischenspeicher quasi wegfällt oder anders funktioniert. Ein Smart Object funktioniert halt ganz anders da wie einfach eine eigenständige, normale Bitmap in jedem Programm, da sich das Programm nicht die Pixel merkt, sondern eine Referenz zieht durch quasi einen Link, ist am einfachsten erklärt. Das Bild ist miteinander verlinkt. Und das Photoshop sucht dann wieder, wie sieht das Originalbild aus? Dementsprechend hat man hier halt klein groß gezogen, egal, solange ihr das gespeichert habt und das Smart Object draus gemacht habt, nimmt er immer die Referenz.
das Bild. Das kann man halt super für sich nutzen, wenn man halt noch nicht so genau weiß, was man will. Man erstellt irgendeine Datei einzeln in Photoshop, eventuell etwas größer, speichert sich das Bild ab und öffnet es in dem Thumbnail-Datei als Smart-Objekt. Normalerweise macht er das sofort bei Einfügen. Falls ihr aber in der Datei selbst etwas erstellt habt, was ihr jetzt als Smart-Objekt speichern möchtet, gibt es natürlich auch die Option mit dem Rechtsklick Create oder Convert to Smart Object oder auf Deutsch Smart Object erstellen wahrscheinlich. Dann macht Photoshop das ein selber, speichert das in einem Ordner selbst ab. Und so habt ihr halt, seid ihr auf der Nummer sicheren Seite, wenn ihr merkt, okay, ich mach's kleiner, mach's größer, mach's kleiner, seid euch nicht sicher, macht's größer, Smart Object. Dann könnt ihr es anpassen, wie ihr es wollt. Halt größer geht schwierig, aber ihr könnt es kleiner machen, als Smart Object dann auch wieder größer, wenn ihr es in der größeren Größe gespeichert habt. Das ist halt ein Riesenvorteil bei Photoshop, hat mir so oft so viel geholfen. Ich sag, Krita und Gimp haben diese Funktion von Smart Objekten nicht, aber man kann ja auch so mit umgehen. Man muss sich halt vorher nur klar sein, wie groß man machen möchte. Gegebenenfalls etwas größer anfangen. Falls man ja sagt, okay, ich möchte irgendwas doch sicherheitshalber größer machen, ihr könnt das Canvas auch immer anpassen. Krita Gimp auch, wieder zuschneiden, nennt sich hier. Zack, schön an Photoshop, er färbt es anders ein. Ihr nehmt immer die zweite Farbe, die ihr ausgewählt habt. Krita und Gimp funktioniert so ähnlich, ihr könnt das Canvas immer anpassen. Ihr könnt auch unter Image, Bild, ich nehme an, es wird Bild genannt. Dann gibt es ja die Bildgröße, ist halt einfach ja, das komplette Bild. Ihr könnt die komplette Größe anpassen, dann macht dann einfach kleiner, größer etc. Erstreckt und zerrt das Bild halt im Kompletten. Was man auch machen kann, auch eine Option, wenn man halt sowas gemacht hat. Ich weiß, ich habe oben und unten ein bisschen was, ich habe oben und rechts zu viel. Gibt es auch die Canvas-Größe. Da kann man dann sich einen Punkt aussuchen und sagen, in die und die Richtung möchte ich mehr oder weniger. Ich möchte halt hier nur diese 1900, was mache ich denn? 1000. Ich gebe hier Zahlen ein, 1000 mal 19. Und hier die... So, und tada! Passt wieder. Ab meine Größe wäre erreicht. Kann es halt auch hin und her schieben selber. So bleibt es halt genauer und man hat halt keine verloren gegangenen Pixel. Jetzt haben wir darüber gesprochen, einmal wie erstelle ich meinen Canvas. Ein bisschen wie man mit dem Canvas an sich arbeitet, mit den Größen. Jetzt kommen wir natürlich zum Abspeichern. Da sind zwei Optionen für uns wichtig. Einmal das JPEG und einmal die PNG. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Kommt auch immer darauf an, was ihr machen wollt. Kommen wir erstmal zu dem JPEG. Vorteil, es ist deutlich kleiner wie das PNG. Es speichert sich halt weniger Informationen. Nachteil, es komprimiert sehr stark. Dadurch hat das weniger Speicher. Auch die Farben werden öfters mal verfälscht. Manche Farben lassen sich als JPEG nicht gut speichern. Es ändert diese dann. Es macht es meistens immer etwas dunkler. Wenn man es nicht weiß, sind nur minimale Änderungen. Aber sie sind halt immer da. Auch ein großer Nachteil für mich persönlich. Jetzt halt für die Thumbnails eher irrelevant. Man hat keinen Alpha-Kanal, keine Transparenz. Es speichert keinen durchsichtigen Hintergrund. Ihr habt immer einen weißen Hintergrund, wenn ihr den nicht anders abspeichert. Wenn ihr da transparent drin habt, dann seht ihr an diesen schönen Kacheln in Photoshop, auch in den anderen Programmen. Meistens sind diese grau-weißen Kacheln. Das ist eine Transparenz, da ist keine Farbinformation vorhanden, nenne ich es jetzt mal. Eine JPEG macht dieses automatisch weiß. Ich sage bei Thumbnails oder so weit vollkommen egal. YouTube und so weiter macht die aus Prinzip auch weiß, wenn ihr eine Alpha drin habt. Ist dann halt eher wichtig, wenn ihr die Datei, die ihr erstellt habt, mehrmals nutzen möchtet. Ihr erstellt euch beispielsweise ein Logo, das soll ja irgendwo eingefügt werden. Mit einer JPEG habt ihr halt den weißen Rand. Rundum. Mit einem PNG könnt ihr euch die Transparenz speichern, wie ihr jetzt bei meinem Kanal, beim Charakter gesehen habt.
Der ist nämlich durchsichtig, der Hintergrund. Ich zeig's euch kurz. Nehmen. Ach komm, wir nehmen. Nee, wir nehmen schon Gradienten. Hauen wir ein bisschen Farbe drauf. Nehmen wir hier lila, gelb. Wunderschön. Er hat keinen Hintergrund. Er ist durchsichtig. Funktioniert nur mit PNG. JPEG ist weiß. Ihr habt diesen weißen Hintergrund. Habe ich eine JPEG? Ja, hier. Wie hier. Tschüss und tschüss. Das ist eine JPEG-Datei. Ihr habt halt diesen Hintergrund. Der ist weiß. Wie gesagt, wenn ihr ein Video hochladet als Thumbnail, vollkommen egal. Wenn ihr die Datei jetzt weiternehmen wollt, zum Beispiel das Logo, ihr habt euch ein Logo erstellt, das ihr auf alles wirklich draufklatschen wollt, dafür ist ein Logo da. Das kann mehrmals genutzt werden. Wir können natürlich hingehen, ich schneide das aus und ja, okay, mach Smart Objekt weg. Ich schneide. Hallo, würdest du? Ich schneide das aus. Meistens sieht das halt nicht so geil aus. Ist schöner, wenn es original halt direkt keinen Hintergrund hat. Das halt Vorteil. PNG speichert Transparenz. Ihr könnt die Datei öfters nutzen, ihr könnt überall einfügen. Ist halt größer, komprimiert nicht so stark wie eine JPEG-Datei. Es komprimiert etwas. Es werden auch ab und zu mal die Farben verfälscht, aber halt nicht so extrem wie bei JPEG. Wir hatten auch ein schönes Projekt an der Uni laufen. Einer von unseren Programmierspezialisten ist hingegangen, hat ein Programm geschrieben, in dem eine JPEG-Datei immer wieder geöffnet und gespeichert und geschlossen wird. Bei jedem Speichern wird die Datei komprimiert. Es gibt immer weniger Informationen. Nach 3 Tagen durchlaufen oder so, waren es einfach nur bunte Blobs. Es war alles irgendwie ein bisschen grau-braun. Es war nicht mehr zu erkennen bei moderner Kunst. Man hat das Originalbild einfach nicht mehr erkannt. Das müsst ihr euch im Klaren sein, wenn ihr eine JPEG speichert, jedes Mal, wenn ihr die speichert, komprimiert ihr die nochmal. Es gibt immer weniger Informationen. Wenn ihr es halt komplett übertreibt, sehen die Bilder anders aus. Das ist halt mehr so Kleinkram für need to know. Keine Ahnung. Ich bevorzuge halt PNG. Man hat halt einfach weniger Datenverlust. Ja klar, die Dateien sind größer, aber ich merke mir auch die Photoshop-Datei. Also das macht es jetzt nicht wirklich aus. Auch die Photoshop-Teilen generell bin ich ein Fan vom non-destruktiven Workflow. Was das ist, gibt es auch ein Video von. Ich merke mir diesen ganzen Quatsch, der an der Seite ist, von wegen Ordner, Layer und so weiter, zu dem wir alles noch später kommen werden, irgendwann. Den packe ich nicht zusammen, den lasse ich getrennt. Ich möchte auf das, was ich erstellt habe, zugreifen. Ich habe meine ganzen Sachen so aufgebaut, dass ich die T-Shirts zum Beispiel einfach ändern kann. Ich kann sagen, okay, mir gefällt jetzt mein gelbes T-Shirt nicht mehr. Ich möchte ein blaues haben. Kein Problem, mach die Photoshop-Datei auf, such das T-Shirt raus, mach's blau. Das ist alles so verlinkt, dass ich dann halt mit möglichst wenig Schritten viel verändern kann. Non-destruktiv, nicht zerstörerisch. Ich komme auf alles einzeln nochmal drauf. Kann auch sagen, okay, ich habe hier ein Bild gemacht, habe da Fehler übersehen. Egal, mach die Photoshop-Datei auf, geh später nochmal drüber. Fertig. Schick's nochmal hoch. Das ist halt eine persönliche Präferenz. Kann jeder machen, wie er möchte. Könnt ihr die löschen. Das sind halt Dateien, die nicht jeder braucht, die jeder möchte. Nur, dass ihr halt so wisst, was mein Workflow ist. Darauf werden wir wahrscheinlich öfters jetzt zu sprechen kommen. Jeder arbeitet ein bisschen anders da. Ja. Bin vom Thema gekommen. Wie gesagt, ich benutze bei Bildern, speichere ich mir die Photoshop-Datei und halt als PNG. Nachdem, meistens halt wirklich mit dem transparenten Hintergrund. Auch gut zu wissen für euch, ich habe jetzt Erfahrung gemacht. Wenn ihr Bilder hochladet bei Instagram oder bei Facebook, macht einen weißen Hintergrund. Macht keine Transparenz. Photoshop hasst Transparenz, es ist mit überfordert. Ich habe es jedes Mal, dass ich irgendwelche Fehler in den Bildern habe, die nicht da sind, die aber Facebook meint, die sind vorhanden. Ich habe irgendwelche random Dots drin und sonst was. Das ist halt für mich ätzend. Ob euch das egal ist, sei mal dahingestellt, sind halt so Kleinigkeiten, wo jeder halt anderen Wert drauf legt. Ich persönlich finde es kacke, deswegen weiß der Hintergrund, funktioniert für Facebook, Instagram besser. Auch YouTube, die Thumbnails sollten halt auch nicht mit einer Transparenz hochgeladen werden. Das kommt genauso wenig mit Transparenzen klar.
macht das Hintergrund einfach weiß und speichert es halt trotzdem als PNG ab. Da habt ihr den wenigsten Verlust, auch wenn die Dateien ein bisschen größer sind. Das war jetzt so mein Fazit. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich bin so ein bisschen mit der Kamera überfordert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Entweder seht ihr mich bei dem Bildschirm oder ich blende mich ein. Weiß noch nicht. Mal gucken. Ja, okay. Wie dem auch sei. Man sieht sich. Vielleicht mich jetzt mal öfters. Oder mein Avatar. Ich mache mal eine Infokarte da rein. Und ja, nein, vielleicht. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Okay, dann ciao, man sieht sich. Habt einen schönen Tag.